Landwirt Praxistest. Der Kairos M ist die leichteste Pflugbaureihe von Amazone. Sie ist für Traktoren bis 120 PS konzipiert. Wir konnten letzten Herbst einen Dreischarer ausführlich testen. Mit dem Kauf der Vogel- und Notpflugfabrik kam Amazone dem Ziel, schnellstmöglich ein komplettes Pflugprogramm aufzustellen, sehr nahe. Die Pflüge aus der neu erworbenen ungarischen Pflugfabrik taufte man Kairos. Auch unser Testkandidat stammt aus diesem Werk. Für unseren Test wählten wir das mittlere Modell mit drei Scharen. Der Pflug wiegt 1100 Kilogramm und ist ideal für kleinere Betriebe mit Traktoren in der Leistungsklasse zwischen 80 und 120 PS. Wir spannten 100 PS davor und kamen auch in Hanglagen leicht zurecht. Die Schnittbreite pro Körper war auf 40 cm eingestellt. Amazone bietet diesen Pflug mit einer serienmäßigen vierstufigen Schnittbreitenverstellung an. Eine hydraulische Schnittbreitenverstellung ist optional erhältlich. Serienmäßig sind die Pflugkörper mit einem Scherbolzen gesichert. Amazone bietet eine große Auswahl an Stützrädern an. Zur besseren Führung des Pfluges haben wir uns für ein hinten angebautes Pendelstützrad entschlossen. Dafür gab es viel Lob. Die Tiefe lässt sich werkzeuglos an zwei Anschlagspindeln einstellen. Das Wenden läuft dank einer einstellbaren hydraulischen Dämpfung im Stützrad sanft ab. Mit der Pflugarbeit waren unsere Testfahrer sehr zufrieden. Der Vorschäler M0 und das gezackte Scheibensech mit 500 mm verrichteten gute Arbeit und sind einfach einzustellen. Aufgrund der leichten und kompakten Bauweise war unser Testpflug leichtzügig. In der Ebene kann er auch mit 80 PS Traktoren gefahren werden. Lob gab es auch für die Verarbeitungsqualität aller Komponenten. In Testausstattung kostet der dreischarige Kairos M rund 14.600 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wie sich der Pflug geschlagen hat und wo seine Stärken und Schwächen liegen, lest ihr in der Landwirt-Ausgabe 8 2019 oder auf unserer neuen Website landwirt-media.com.